Achtung, in diesem Video mache ich vom Stilmittel der Satire Gebrauch. Nicht alles, was ich sage, spiegelt meine persönliche Meinung wider. Hallo liebe Zuschauer, liebe Abonnenten, ja und vielleicht schaut ja auch der ein oder andere vom Drachengame mal zu. Vor circa einem Monat habe ich ein Video gemacht, in dem ich mich vom Drachengame distanziert habe. Ja, und im Nachhinein betrachtet, da fand ich mich in diesem Video ziemlich überheblich. Ich habe mich auf eine moralisch höhere Stufe gestellt. Ja, und ich schäme mich jetzt dafür. Denn auch ich fröne einmal im Jahr dem Fremdschämen. Denn, und da schäme ich mich auch für, ich gucke das Dschungelcamp. Und in diesem Video wollte ich diese beiden Sachen, also Drachengame und Dschungelcamp, einmal miteinander vergleichen. Ja, und am besten steige ich auch sofort ein. Als erstes betrachten wir mal den Content. Beim Dschungelcamp sitzen mehrere Leute im Busch und unterhalten sich über langweilige Dinge. Und zwischendrin, da gibt es auch mal eine Prüfung. Das ist an sich nicht viel. Doch wie ist es beim Drachengame? Beim Drachengame sitzt nur ein einziger ungepflegter Mettler vor einem nicht genutzten Greenscreen und erzählt langweilige Dinge. Und allein schon wegen dieses ungenutzten Greenscreens muss dieser Punkt leider an das Dschungelcamp gehen. Sorry, Drachengamer. Der zweite Punkt ist die Interaktion von zu Hause aus. Die ist beim Drachengame sehr gut möglich, zumindest wenn man es über die Jahre der Zeit mal beobachtet hat. Man konnte zu dem Drachen in den Teamspeak, man konnte ihn auf YouKnow bequatschen, man konnte Kommentare unter seine Videos schreiben und er hat auch geantwortet. Wie ist das beim Dschungelcamp? Beim Dschungelcamp ist die einzige Möglichkeit der Interaktion von zu Hause aus, dass man seinen Kandidaten entweder in eine Prüfung wählt oder aus dem Spiel raus. Und das finde ich ein bisschen wenig, also hier gewinnt klar das Drachengame. Dritter Punkt ist die Interaktion vor Ort. Die ist bei beiden Games möglich, beim Dschungelcamp muss man dafür allerdings bis ans andere Ende der Welt fliegen. Die Drachenschanze befindet sich mitten in Deutschland und ist deswegen für jedermann gut zu erreichen, allerdings ist man dort nicht immer willkommen. Das kann einem beim Dschungelcamp nicht passieren. Die Gegend beim Dschungelcamp ist auch viel schöner als die in Mittelfranken und man ist auch dort außerdem in einem schönen Hotel und kann Cocktails trinken. Beim Dschungelcamp hat sich außerdem noch nie einer der Nachbarn beschwert. Die Interaktionsmöglichkeiten selbst sind dafür aber beim Drachengame viel, viel besser. Man kann den Drachen zum Beispiel zum Grillen einladen. Ich hab gar keine Exadler aus meinem Land, Alter. Aus deinem Land? Deswegen würde ich bis zum jetzigen Punkt sagen, es herrscht Gleichstand. Doch eine Sache hat mich dann doch dazu bewogen, diesen Punkt an das Drachengame zu geben, nämlich, dass man den Drachen auch mit Eiern bewerfen kann. Ich muss natürlich erwähnen, dass Letzteres als Körperverletzung gewertet werden kann und ich in keinem Fall dazu aufrufen möchte. Nächster Punkt. Lachen über Adipöse. Das geht bei beiden Games sehr gut. Der erquickende Hintern von Klaus Baumgart, den ehemaligen Klaus und Klaus Sänger, bewegt mich aber dann doch dazu, diesen Punkt an das Dschungelcamp zu geben. Sorry, Drachengamer. Was gibt es über die gesellschaftliche Akzeptanz der beiden Games zu sagen? Beim Dschungelcamp ist man quasi gesellschaftlich geächtet, egal ob man dort zuschaut oder noch schlimmer daran teilgenommen hat. Man sieht das an dem Ausraster von Katrin Sass. Das ist unglaublich, sich hier hinzusetzen und zu sagen, ich will mit erhobenen Hauptes raus. Ich fresse Schwänze, aber mit erhobenen Hauptes. Stopp. Das Drachengame verlief weitgehend bisher an der Öffentlichkeit vorbei. Jedoch gibt es einen ganz fiesen Journalisten namens Dennis Leifeld, der den Drachengamern wirklich die Hölle heiß macht. Genau, ich bin Journalist und ich kann Ihnen gerne meinen Presseausweis zeigen. Und weil Herr Leifeld wirklich so fies ist und das Drachengame so ungerechtfertigt beschimpft, deswegen geht dieser Punkt an das Dschungelcamp. Dafür geht der nächste Punkt an euch, das ist die Community. Die Community ist beim Drachengame sehr vernetzt, es werden gemeinsame Aktionen gestartet, man trifft sich gemeinsam im Teamspeak und man macht einen Wettbewerb draus, wer den Drachen am besten mitschneiden, den besten Kindersong über den Drachen kreieren oder die beste Zugfahrt nach Emskirchen filmen kann. Und diese stellt man dann ins Netz. Beim Dschungelcamp ist das alles noch ein bisschen stiefmütterlich. So langsam kommen Lästergruppen über Facebook in Mode, die auch sehr witzig sind, allerdings reicht das nicht an die Community vom Drachengame heran. Auch der nächste Punkt geht an das Drachengame, denn das Dschungelcamp hat einen ganz entscheidenden Nachteil, da müssen die bei RTL auch wirklich mal was dran machen. Die Teilnehmer des Dschungelcampes können sich einfach verpissen. Es gibt diesen berühmten Satz, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Und wenn der gesagt wird, dann werden die Leute dem Spiel entfernt und können so nicht mehr gehatet werden. Beim Drachengame ist das besser gelöst. Natürlich könnte der Drache auch von heute auf morgen mit seinen Videos aufhören. Ob das Game dann aber aufhört, das entscheiden die Gamer, nicht der Drache. Schon vorherige Versuche des Drachen, die Zuwege zu seinem Anwesen zu sperren, wurden von der Stadtverwaltung als nichtig erklärt.
Der nächste Punkt ist der gute Zweck. Das Dschungelcamp wurde zum Beispiel in dieser Staffel dafür benutzt, um Sachen wie Zwangserkrankungen einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren und für gesellschaftliche Akzeptanz zu sorgen. Das finde ich gut. Es ging dabei um die Kandidatin Hanka Rachwitz. Noch besser aber ist das Drachengame. Hier werden Computernerds, die sich für Syrien nicht interessieren, von sich aus dazu motiviert, in eine strukturschwache Gegend in Mittelfranken zu spenden und außerdem damit die Stromkonzerne zu unterstützen, damit diese die Energiewende fortführen können. Klarer Punkt für das Drachengame. Der nächste Punkt ist die kriminelle Energie der Darsteller bzw. deren Arschlochpotenzial. Der Drache hat schon großes Arschlochpotenzial. Er hat mehrfach Leute mit dem Besenstiel bedroht, er hat die Scheibe eines Autos eingeschlagen, in dem Hater saßen. Und ebenfalls mehrfach hat er Leute, die ganz zufällig nach Emskirchen kamen, geschlagen und sogar geschubst. Doch auf der anderen Seite, im Dschungelcamp, haben wir Arno Funke, alias Dagobert der Kaufhauserpresser. Er hat 2013 mitgemacht. Dagobert ist ein hochkarätiger Verbrecher, hat mehrfach bewusst Menschenleben in Kauf genommen und saß dafür auch lange im Gefängnis. Dieser Punkt geht ganz klar an das Dschungelcamp. Nächster Punkt ist die medizinische Versorgung. Beim Dschungelcamp gibt es Dr. Bob. Alle Teilnehmer des Campes werden von Dr. Bob medizinisch betreut. Vor der Teilnahme am Camp an sich und vor jeder Prüfung checkt Dr. Bob, ob die Prüflinge dazu überhaupt in der Lage sind. Sowohl physisch als auch psychisch. Das fehlt bei dem Drachengame leider. Man weiß weder, ob er nach einem Eierwurf nicht mal einen Herzinfarkt bekommen könnte, noch weiß man, ob er sich durch das Game nicht wirklich mal umbringt. Und deswegen geht dieser Punkt ganz eindeutig an das Dschungelcamp. Aber dieses Video ist ja konstruktiv gemeint und deswegen rufe ich die Drachengamer einfach mal auf, vielleicht mal nach einem Mediziner zu suchen. Nächster Punkt ist der zeitliche Ablauf und der hingegen ist beim Dschungelcamp etwas suboptimal. Da es wirklich nur 2 Wochen im Januar sind, die man das Dschungelcamp schauen kann, das Drachengame kann man das ganze Jahr über betreiben. Relativierend muss man aber auf der einen Seite sagen, dass es Sendungen wie das perfekte Promi-Dinner gibt, die immer ein paar Monate nach dem Dschungelcamp sind, in denen die Stars des Dschungelcamps zu sehen sind. Und auf der anderen Seite relativierend muss man sagen, dass das Drachengame abhängt von Sachen wie zum Beispiel dem Strom. Trotzdem geht dieser Punkt ganz klar an das Drachengame. Kommen wir zum Punkt Dummheit. Vom Drachen kennt man den berühmten Spruch, die Haut ist kein Organ. Natürlich weiß jedermann, dass die Haut doch ein Organ ist, allerdings muss man dem Drachen zugutehalten, dass die Haut sich von den anderen Organen ja schon in ihrem Habitus ziemlich stark unterscheidet. Sie bleibt auch bei einer Organspende unberücksichtigt und deswegen muss ich da den Drachen so ein bisschen in Schutz nehmen, denn ich glaube, da gibt es einige andere, die das auch nicht gewusst hätten. Von Joy Heintle, dem Dschungelcamp-Gewinner 2013, weiß man, dass er bis zu seinem Flug nach Australien wirklich noch dachte, das Dschungelcamp würde in einem Studio in Deutschland gedreht werden. Und dieser Grad von Dummheit stellt doch den Drachen in den Schatten und deswegen geht dieser Punkt an das Dschungelcamp. Last but not least. Der nächste Punkt ist der Ekelfaktor. Ja, und da ist das Dschungelcamp natürlich etwas im Vorteil, denn die Sendung würde extra für Ekel konzipiert. In den Prüfungen müssen die Leute entweder etwas Ekliges essen oder werden mit etwas Ekligem beworfen. Nichtsdestotrotz ist beim Drachengame aber Ekelfaktor vorhanden. Denkt allein mal an das Video Room Tour. Deswegen an dieser Stelle Respekt. Der Punkt geht aber trotzdem an das Dschungelcamp. Und damit hat das Dschungelcamp gewonnen. Nach diesem Vergleich zu urteilen, ist es besser als das Drachengame. Natürlich können andere Menschen das anders sehen. Vielleicht kommt das Drachengame ja auch irgendwann mal auf einem der privaten Fernsehsender. So, das war's von meiner Seite aus. Ich hoffe, dieser Vergleich hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und macht's gut. Bis dann, ciao.